Ich begrüße euch zurück hier bei Assassin's Creed. Syndicate. Warte nur, bis ich meinen Ball geschafft habe. Ich glaube, das wird dich mit dem Heim nicht töten, oder? Nee, lass mal das mal, das wird zu schwierig. Wir machen weiter hier bei Assassin's Creed Syndicate und ich würde sagen, wir machen weiter hier, wo wir hingehören und zwar... Nicht hier. Hier. Denn wir wollten uns hier um den letzten Stadtbezirk kümmern, den wir noch befreien müssen, nämlich den da. Und dazu können wir erstmal diesen Aussichtspunkt erklimmen und können dafür erstmal... Ja. Hier hinreisen. So. Ja, letzter Aussichtspunkt, letzter Stadtbezirk, letzte Kisten. Dann haben wir hier den Bereich ebenfalls komplett aufgeräumt. 465 vor Christus, ein Assassine namens Darius tötet König Xerxes I. von Persien beim ersten dokumentierten Einsatz der versteckten Klinge. Das wäre doch mal was, oder? Im nächsten Assassin's Creed? Ich hätte nichts dagegen, in Persien unterwegs zu sein, oder in Ägypten wäre auch nicht schlecht. Aber auch das viktorianische London hier, wie wir sehen, ein genialer Spielplatz. Übrigens, ich finde das sehr interessant, wie die ersten Bewertungen oder die ersten Reaktionen auf das Spiel aussehen, denn die sind sehr, sehr gespalten. Ich muss sagen, ich habe schon Bewertungen gelesen, die finden es super, vor allen Dingen im Vergleich zu Unity überragend. Und andere so gar nicht. Ich muss sagen, mir macht es Spaß, auch wenn es tatsächlich... relativ weit weg von den Wurzeln ist. So. Mit einem, ja, ich würde schon sagen, gänzlich neuem Kampfsystem, das aber zu überzeugen weiß. Nein, ich wollte das nicht markieren. Den will ich markieren. So. Runter da. Oh, ich glaube, das ist hoffnungslos, mein Freund. Ach Gott, die Vögelchen. Okay. Ich würde sagen, auf geht's zum nächsten, zum letzten Aussichtspunkt hier. Und dann können wir uns langsam aber sicher auch wieder etwas in Richtung der Haupterinnerung orientieren. Na komm her. Wenn du Hunger hast, geh zu Clara O'Day und sag, Ivy schickt dich. Oh, 1000 Pfund als Belohnung. Da sage ich nicht nein. Wie viel haben wir? 15.260, okay. 18.000 brauchen wir, glaube ich, um unser Einkommen erneut zu erhöhen. Oh Mann. Ich würde mich mit Ivy nicht anlegen. Ja, und mittlerweile sind die Rooks auch stark vertreten hier im Stadtbezirk. Da komme ich dran. Da komme ich definitiv dran an den Helix-Glitch. Oder? Natürlich, sehr schön. So, runter da. Und runter da. Oder drüber da, wie auch immer. So, da ist der Aussichtspunkt. Mal schauen, was wir auf dem Weg dahin noch mitnehmen können. Der Schornstein da vorne ist es. Und hier haben wir den Bezirk. Den Anführer unbemerkt töten. Ah ja.
Ja, Aufzug hört sich nicht schlecht an. Okay. Verschwinde. Da ist unser Ziel. Wer war das nur? Wer war das nur? Das war sehr blöd und nicht geplant. Aua, aua. Hörst du wohl auf damit, mich zu kontern? Tja, so viel dazu. Oh oh. Oh oh. Lauf doch! Glück gehabt. Ich muss mal ganz kurz im Kreis laufen. Ich muss anonym werden. Auch das sollten wir schaffen. Kann ich mal bitte? Danke. So, jetzt geht sie weg. So. Den haben wir doch auch befreit, oder? Zählt das nicht? Tata, perfekt. Meisterhaftes Rubin-Kukri. Nehme ich mit. Sehr schön. Und auch der Bezirk ist der unsere. Tadelloser Eroberer. Scheinbar alles ohne Alarmglocke. Bandenkrieg direkt hier. Ja, ich glaube, wir wissen, was wir zu tun haben, oder? Oh. Los geht's, wie es aussieht. 24 Raben in einer Pastete. Ah ja. Persönlich. Ich bräuchte eine Kutsche.
glaube, das war's. Ja, Ziel entkommen. Habe ich irgendwo die Kutsche übersehen? Ich glaube, so sollte es eigentlich nicht laufen, oder? Ich glaube, nein. Okay, sammeln wir erst die Kiste und probieren es dann nochmal. Da stand wahrscheinlich irgendwo eine Kutsche und ich habe sie nur nicht gesehen. Vermute ich mal. Drinnen oder drauf? Drinnen. Ich hab's geahnt. Ja, ja, schöne Bilder. Ich mach, was ich will. Red erstmal Deutsch, dann reden wir weiter. So, Nummer 2. Unser Geld wächst und wächst. Hier oben haben wir irgendwo noch einen Helix-Glitch. Auch den hätte ich gerne. So. Und hier im Haus, vermute ich mal. Genau. Eine Kiste. So, 34 von 40. Ein Fähigkeitspunkt, dankeschön. Und ich würde sagen, dann probieren wir es nochmal hier mit der Befreiung. Lasst alle stehen und liegen. Wir wurden zu einem Bandenkrieg herausgefordert. Kämpfen Sie gegen Cletus, Drains, Gang oder erobern Sie Lambeth. Galvani-Bombe 2. Was auch immer, probieren wir es mal. Nochmal. Oh Mann. Ich muss die Augen offen halten. Hier müsste theoretisch irgendwo eine Kutsche stehen. Sonst macht das Ganze recht wenig Sinn. Und dann müsst ihr den wahrscheinlich mit der Kutsche jagen. Howeih, das wird ein Spaß. Mr. Cletus Strain und die Blighters haben die Rooks zu einem Bandenkrieg in Lambeth aufgefordert. Besiegen sie ihn, gehört der Bezirk ihnen. Achtung, ist ein bisschen sadistisch. Das wird schon. Wir kennen ihn ja bereits, den feigen Hund. Wir werden den Kampf um Lambeth gewinnen! Das hoffe ich. Okay. Okay, ich glaube, der Kampf ging schon mal an uns. Na komm her, Freundchen. Autsch.
Moment, Moment, Moment. Wie hält der denn bitte aus? Autsch. Ja, was wollt ihr denn? Moment. Ja, ja, wir sind so gut wie tot, ich weiß, aber ich verstehe sowieso nicht, warum er so viel aushält. Ich bin gerade echt konzentriert, weil ich versuche, das irgendwie noch hinzubekommen, aber... Ja. Ich verstehe das nicht ganz, um ehrlich zu sein. Wie soll ich den denn besiegen? Der hat ja unendlich viele Leben, vor allen Dingen im Vergleich mit uns. War unsere Waffe jetzt so schlecht, oder wie soll ich das verstehen? Wir haben so wenig Schaden gemacht. Seltsam, seltsam. Aber okay, probieren wir es nochmal. Es kann ja nur noch schlechter werden. Wobei natürlich eins sein kann. Ja, ich glaube tatsächlich. Automatisch nachladen ist natürlich nicht schlecht. Mehr Schaden durch Konter. Passt zwar eher zu Jacob, aber machen wir trotzdem. Level 4. Darauf habe ich gewartet. Ah ja. Rubin-Kukri. Verbessern will ich noch nicht. Violett haben wir freigeschaltet. Waffen. Oh. Meisterhaftes Rubinkorin Level 6.
Henrys Kukri. Oh, schick. Also, oh. Goldsegen. Ja, übertreibt man nicht. Meisterassassin. Gezackter Tod. Okay, Assassinenhandschuh bleibt dabei. Okay, dann wechseln wir einmal zu Jacob. Ja, ja. Sogar 6 verfügbare Fähigkeiten. Fähigkeitspunkte. Auch natürlich den Lebensboost. Längeres Zeitfenster für Konter auf jeden Fall. Und verstümmeln. Ja, Level 4 ebenfalls, das freut mich. Erfolgreiche Angriffe bringen Gegner schneller an den Rand des Todes. Genau, das wollen wir ja. Inventar, Waffen, ebenfalls hier auch Rubin-Kukri. Der noble Assassinengürtel ist genauso gut. Aber der Diebesgürtel ist besser. Die Roben kennen wir auch schon. Farben bleiben wir. Schusswaffen. Ah ja. Ich denke mal, die Pistole wird uns einen großen Vorteil verschaffen. Wir werden die ganze Mission jetzt mal als Jacob probieren. Das sollte lustig werden. Auf ein neues. Ah, ich habe vergessen, Sachen zu kaufen. Naja. Medizin wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen. Aber okay, probieren wir es. Und diesmal werden wir hoffentlich mit dem Konter noch mehr Schaden machen. Cletus Strain und die Blighters haben die Rooks zu einem Bandenkrieg in Lambeth aufgefordert. Das kennen wir bereits. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt mit den Kontern vor allen Dingen mehr Schaden anrichten. Das war gerade ja beinahe erbärmlich. Aber warum? Nein, der hält einfach so viel aus. Autsch. Ja, so viel dazu. Oh Mann. Singen kann er schön. Okay, es sieht besser aus als vorher. Huh!
sollte das denn jetzt werden? Oh, ich glaube, das war's. Ja. Cletus Drain ist damit erledigt. Er war eine harte Nuss, definitiv, aber okay. Wir haben natürlich jetzt auch ordentlich aufgerüstet. Ladies and Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Das höre ich gerne. Oh ja. Die Schadenzunahme ist nicht schlecht. Ich habe gar nichts gemacht. So. Okay, Stadtbezirk befreit, würde ich sagen. Wir haben hier aber noch einen Aussichtspunkt, den wir auf jeden Fall noch erklimmen wollen. Oh Mann. Wenn du weitermachst, kriegst du meine Faust zu spüren. Sagt wer, du? Naja. Glaube ich aber eher weniger. So. Aussichtspunkt voraus und dann haben wir das Gebiet erstmal soweit aufgedeckt. Na jetzt zwei. So. Ja, ja. Unser Einfluss steigt und steigt hier in London. Und ich muss sagen, es warten noch eine Menge Stadtviertel auf uns und ich hoffe, dass das weiterhin so recht gut funktioniert. Natürlich, die Aufgabe war jetzt schon ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen eher als Gegner war deutlich schwieriger, aber das ist auch gut so. Hier ist sicherlich auch noch die eine oder andere Kiste versteckt, hier in der Fabrik. Da sehe ich schon eine. Gegenstand holen, na gib mal her. Hier, das könnten Sie brauchen. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. So. Da ganz oben drüber. Dann holen wir uns erstmal den Aussichtspunkt. Und 5 Kisten fehlen noch. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann tatsächlich weiter mit der nächsten Hauptsequenz, oder? Oh Mann. Was ist das denn? Okay. Scheinbar für diese Schatzkammer hier vielleicht wieder eine einzigartige Rüstung. Finden Sie alle 32 Spieluhren, bringen Sie die Vorläuferscheiben in die Okay, das ist mir neu. An das Fragment kommen wir nicht dran, an die Helix. War das da oben gerade eigentlich ein Kampfring? Habe ich das richtig gesehen? Kämpfen die da oben drauf?
Natürlich. Geld geht immer. Ist ja so aus, als würden die hier oben drauf kämpfen. Tatsächlich. Interessanter Ort für Showkämpfe. So, haben wir. Ah, okay. Einmal umdrehen und immer geradeaus. Dann kommen wir auf jeden Fall zu einer Kiste. Kämpfen wir schon weiter, ihr zwei. So, Attentate brauchen wir gar keinen mehr ausführen. Was ist das denn für ein Symbol? Ein Gemeinschaftsfundstück. Eine Art Community-Ziel, wie es aussieht. Die Kiste nehme ich mit. Beinahe. Mit ihren Freunden geteilt. 10 Helix-Credits. Okay. Wenn das was bringt, dann nehme ich es gerne mit. Hier haben wir noch eine Kiste. Noch 3 Stück, dann haben wir es. Aber ich meine von oben aus auch durchaus noch gepresste Blumen gesehen zu haben. Die sich hier dann wohl irgendwo verbergen sollen. Oder? Lass mich mal kurz gucken. Ich laufe genau an den anderen Kisten vorbei, durch die ich eigentlich durchlaufen wollte. Ihr habt mich nie gesehen. Nein, falsch. So. Und einmal mitnehmen. Na. Drüber da. Na. Das glaube ich ja weniger. So. Hier ist auch eine Kiste. Das war nichts. Das Weglaufen üben wir nochmal. 2 von 15. Hallo, liebe Kinder. Hallo, lieber armer Vater. Ich glaube, ich bin noch euer letztes Hab und Gut. Weil ich ein so guter Mensch bin. Und dann haben wir hier noch die letzte Kiste. Wie gesagt, die Helix-Glitch sind mir ein bisschen zu schwierig. Die würde ich gerne später machen. Nachladen. Also die Pistole war ihren Ubisoft-Coins-Preis auf jeden Fall wert. Da kommen wir nicht dran. Aber an die Kiste. So, Truhen vollendet, Dankeschön. Last but not least, bevor wir dann beim nächsten Mal hier mit der Hauptaufgabe weitermachen, schaue ich mal kurz, wo denn gerade unser Zug unterwegs ist. Da. Und würde gerne hier via Schnellreise hinreisen, um noch einmal die letzte Verbesserung durchzuführen, damit wir dann da... Ach Quatsch, die letzte war es gar nicht, oder?
auf jeden Fall eine Verbesserung. Damit wir da nochmal unsere Einnahmen und vor allen Dingen die Kapazität des Tresors erhöhen können. Das sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Um auf lange Zeit vor allen Dingen möglichst viel Geld zusammenzubekommen. Auf lange Sicht. Hört sich schöner an. Agnes? Agnes ist gar nicht da. So. Oh Mann. T-Magnet. 20.000. Nochmal um 1.000 erhöhen. Ja, nicht schlecht, aber schauen wir erstmal. Mehr Geld durch Kinder. Mehr Schaden durch Brooks. Preise senken, die Preise senken. Oh, das hört sich nicht schlecht an. Hauptstory vorankommen. Weitere hängende Fässer, auch nicht schlecht. ...1500 können wir uns ja auf jeden Fall mal gönnen. Die Feuerwehr erreicht selbst die ärmsten Viertel Londons. 1500 ist ja echt in Ordnung. Niedrigere Preise für 3000 auf lange Sicht sicherlich auch nicht verkehrt. Und billigere Klamotten auch nicht. Denn da kommen wir auch nicht drum rum, uns die früher oder später kaufen zu müssen. So. Ah, Ivy. Sohn meines Vaters. Sohn meines Vaters, das nennt man auch Bruder. Okay, dann würde ich sagen, Leute, hier auf unserem fahrenden Hauptquartier machen wir beim nächsten Mal weiter, um dann mit der nächsten Haupterinnerung weiterzumachen. Ich freue mich drauf, wir haben einen zweiten Stadtbezirk befreit und machen auf jeden Fall gute Fortschritte hier in London. Ich freue mich drauf, sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.